Schön, dass ihr da seid heute zur Wintersonnenwanderung. Die ganz hartnäckigen hier heute nach draußen bei dem tollen Wetter. Ein paar Schnecke ist noch von der Zeitung, aller Tagstag, richtig? Genau, die wird ein Stück mitgehen und vielleicht auch noch ein Foto machen. Das ein oder andere mal so ein bisschen reinspüren, die Zeit, die jetzt auch ist. Und mit der Wintersonnenwende jetzt auch beginnt. Und im Anschluss ist hier wie immer großes Hoffest mit lecker Essen, Musik, große Feuer schon vorbereitet. Wir hoffen, dass es dieses Jahr wieder angeht. Und ja, was muss ich noch sagen? Es ist eine Kooperation mit der Gemeinde Meinhard hier. Die Meinharder Kostelbarkeiten sind die Wanderung hier zu den keltischen Jahresfesten und zu den Vollmonden auch. Und ja, und natürlich eine ganz enge Kooperation auch hier mit dem Riegenhof, schon seit vielen Jahren, dass wir hier zusammenarbeiten. Das macht einfach immer wieder Spaß und schön, hierher zu kommen. Genau. Ja, und wenn ihr startklar seid, würde ich sagen, wir haben ein Stück Weg jetzt bis zum Wald und dann legen wir richtig los. 2 Stunden sind geplant, das ist vielleicht noch so. Ein bisschen auf und ab, und wenn es jemand zu schnell wird, einfach kurz mal Bescheid sagen. Ich müsse aber auch ein bisschen laufen, dass man nicht ganz so kalt werde. Genau. Wintersonnenwende, der Anfang des Jahres, des neuen Jahres. Ja, ich habe auch geräuchert heute. Ich komme direkt aus Meinhard und habe über Jahre verfolgt, dass hier so eine schöne Wanderung stattfindet, und freue mich, dass ich heute dabei sein kann. Und trotz Regen und allem. Und ja, für mich ist das so ein bisschen, ja, Suche auch nach den ältesten Wurzeln, die ich in mir empfinde, für meine eigene Kultur, in die ich geboren wurde. Mein Name ist Maria. Ich bin auf der Durchreise und hier hängen geblieben einfach. Ich habe ganz oft Sommersonnenwende gefeiert. Ich habe lange auf dem Hof gelebt. Ich bin dann quasi auf deinen Veranstaltungen und habe irgendwie so gedacht, ja, ist anders wahrscheinlich, als wir das nochmal feiern, aber, und es ist jetzt so, Wintersonnenwende ist halt eigentlich das Ende von dem alten Jahr. Ich heiße Sandra, komme aus Ötheim. Ich und mein Mann, wir haben schon öfters die Sommersonnenwende gefeiert, vor ein paar Jahren auch in Nordschweden, also nördlich vom Polarkreis, mit 24 Stunden Sonnenschein. Und ja, ich bin ein absoluter Sommerfreund. Ich verbinde die Wintersonnenwende eher mit dem Positiven, dass es jetzt auch wieder aufwärts geht und die Tage wieder länger und heller und freundlicher werden. Dankeschön. Mein Name ist Martin Esther Ravicot und ich freue mich ganz arg, heute hier zu sein, weil ich das erste Mal die Wintersonnenwende vor einem Jahr gefeiert habe und das für mich ein sehr kraftvolles Ritual war, und für mich war damit eigentlich das Jahr zu Ende und die Feste gefeiert. Und irgendwie hatte ich heute auch schon den ganzen Tag das Gefühl, dass wir Weihnachten haben. Und es bedeutet für mich die Hingabe an das Sein, im Sinne von, dass sich jetzt alles zusammenzieht und langsam wird. Und auch die Hingabe an die Dunkelheit, aus der dann Neues entsteht. Satnam. Ich bin Markus aus Finsterrot. Und für mich ist die dunkle Jahreszeit von Ende November bis Anfang Januar dann immer die Zeit, wo ich mich frage, wer bin ich, woher komme ich und wohin gehe ich. Und die Wintersonnenwende, das ist da einfach auch so nochmal wie ein Meilenstein. Oder auch eine Einladung, eine Aufforderung, jetzt tatsächlich mit der Aufmerksamkeit nach innen zu gehen und richtig bei mir anzukommen. Und alles, was im Außen so, die ganzen Anforderungen, die auf mich zukommen, die ein bisschen so zur Seite zu rücken, also mich aufs Wesentliche besinnen. So, in den Zügen lege. Das Pendant heute dazu, also 21. Juni, das Pendant dazu heute, 21. Dezember. Die Wintersonnenwende wird auch Julfest genannt, oder je nachdem, ob es im germanischen oder keltischen Alban Arthuan. Genau. Das sind unsere Sonnenfeste. Und dazwischen liegen dann noch die Mondfeste. Ja, ich habe zum einen mal mitgebracht den
weil weißen Salbei, den viele kennen, einfach mal in den Schmalz ganz kurz durchzuräuchern auch und zu reinigen. Eng verbunden ist ja das, was ich jetzt in den Händen halte, auch mit den vier Elementen, die ja auch ganz, ganz oft Thema sind. Feuer, Erde, Wasser, Luft, was so abräuchen, wie ihr möchtet oder wie ihr es auch kennt. Ich mache es im Grunde genommen so, dass ich mich unten abräuche und dann nach oben gehe. Das könnt ihr dann machen, wie ihr möchtet. Und das Feuer, und die Tage, die wieder länger werden. Und deswegen ja, passt eigentlich so ganz gut dieses Lichtströme. Der Text geht so, ich stimme es dann auch gleich an. Lichtströme, lass dein Feuerkind glühen. Lichtströme, lass dein Feuerkind glühen. Feuerkind singt, Feuerkind tanzt, Feuerkind, ich bin dein. Feuerkind singt, Feuerkind tanzt, Feuerkind. Lass dein Feuerkind glühen. Lichtströme, lass dein Feuerkind glühen. Feuerkind singt, Feuerkind tanzt, Feuerkind, ich bin dein. Feuerkind singt, Feuerkind tanzt, Feuerkind, du bist mein. Was brauchst du? Da passiert schon was. Ich halte es einfach nicht mehr. Lassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus aufs Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach: Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig. Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte: Gott segne dir. Und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach: Es friert mich so an meinem Kopf, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann. Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war,